Wie Löten funktioniert, wisst ihr ja alle schon. Habt ihr dank meiner genialen Bausätze und so alle schon lernen können. Heute schauen wir uns mal ein ganz interessantes Thema an. Und zwar, wenn man irgendwas falsch gelötet hat, wenn man irgendwo einen Fehler hat, eine Brücke drin hat, einen Kurzschluss drin hat, schauen wir uns heute mal bei bedrahteten Bauteilen an, wie man sie mit Hausmitteln entlötet. Ich zeige euch mal, wie ich sie früher als Jugendlicher, wo ich mit Elektronik angefangen habe, entlötet habe. Und zu guter Letzt schauen wir uns die Königsklasse an, wie man richtig professionell, industriell mit einer Entlötpistole entlöten kann. Dazu schauen wir uns jetzt erstmal grundsätzlich an, was es für Platinentypen gibt. Ich habe hier tatsächlich ein paar ganz alte Platinen von mir ausgegraben. Ihr habt gerade eine unglaubliche Ehre, ihr könnt wirklich richtig alte Platinen von mir sehen. Erste Ätzversuche, die ich durchgeführt habe. Dann nimmt man 30%ige Salzsäure. Wir sind nicht säurefest, wir haben schon sind nicht säurefest. Mein allererster Programmieradapter für Atmel Mikrocontroller. Mit dem programmierten, ich glaube, ein Atmega 8 ist da drauf. Und hinten noch komplett selbst geätzt, die komplette Platine. Das war so mein erster Versuch. Und hier habe ich noch einen kleinen Adapter mit zwei Optokopplern und hinten Sub-D, 9-polig. Das war eine Cut-Schnittstelle für mein Amateurfunkgerät damals. Das sind selber geätzte Platinen. Das sind die günstigste Variante, die in der Industrie auch verwendet wird. Das sind einseitige Platinen. Bedeutet, wir haben nur auf dieser Seite Kupfer, auf dieser Seite die Bauteile und lötet wird auf der Kupferseite. Bedeutet, wenn man jetzt entsprechend das Lötzinn hier aufschmilzt, kann man relativ einfach die Bauteile rausnehmen. Das ist auch eine Platinenart, die man relativ leicht mit Hausmitteln entlöten kann. Also einmal Entlötpistole oder diese Entlötlitze, die man vielleicht auch kennt. Das geht da wirklich relativ gut. Das zeige ich euch jetzt mal, wie man das entsprechend einfach entlöten kann. Wie gesagt, bei so einer einseitigen Platine geht das Ganze relativ einfach. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel eine LED auslöten wollen, dann sind hier eh schon die Pads abgebrochen, kann man normalerweise sich da relativ gut behelfen, indem man einfach etwas Lötzinn über beide Pads drüber gibt. Dann kriegt man nämlich beide Pads gleichzeitig warm und auf der anderen Seite zieht man einfach das Bauteil vorsichtig raus. Und schon hätte man die LED entlötet. So leicht geht das Ganze. Bei einem Widerstand mache ich das so, dass ich bevorzugt mit einer Pinzette einfach unter das Beinchen vom Widerstand gehe und dann leicht mit dem Hebel nach oben drücke und dann einfach das Beinchen vom Widerstand entlöte, heiß mache und schon hüpft der Widerstand hier quasi raus und das andere Beinchen genauso einfach oben leicht ziehen und schon hat man den Widerstand draußen. Das geht relativ leicht, wie gesagt, man hat nur hier Kupfer. Dasselbe mit den Hausmitteln, die man so kennt. Wir fangen mal an mit der Entlötpistole. Eine Entlötpistole ist im Prinzip ein Gerät, da zieht man hier hinten eine Feder auf. Da befindet sich innen drin ein Kolben. Sobald man hinten drauf drückt, schießt der Kolben nach oben und erzeugt vorne an der Spitze entsprechend einen Unterdruck und saugt das Lötzinn hier in diese Öffnung hinein. Das Ganze schon ein bisschen verschmolzen und so. Diese Spitzen kann man auch gelegentlich tauschen. Wir probieren es jetzt mal aus. Wir entlöten den nächsten Widerstand, den hier. Dazu ganz einfach wieder mit dem Lötkolben auf das Pad, das Lötzinn aufschmelzen und dann entsprechend mit der Entlötpistole gucken, dass man einen möglichst dichten Abschluss kriegt. Da darf natürlich nicht so viel Luft seitlich irgendwo reinkommen. Die Luft muss natürlich idealerweise durch das Loch durchgesaugt werden und so kriegt man die besten Wirkungen. Und schon hat man das Lötzinn abgesaugt, den zweiten auch noch schnell. Und schon geht der Widerstand in der Regel raus, je nachdem wie gut man das Vakuum erzeugt hat. Das zweite Beinchen geht jetzt wieder etwas schwieriger raus. Man kann also erkennen, hier wäre es wieder geschickter, einfach nochmal mit dem Lötkolben hinten hinzuhalten und schon hat man den Widerstand draußen. Man kann natürlich schon erkennen, so eine Lötpistole, ich bin wirklich definitiv absolut kein Fan davon. Also die kann man mal nehmen, wenn man jetzt zum Beispiel hier irgendwie ein IC verlötet, wie hier den Atmega, und dann habe ich hier zu viel Lötzinn drauf. Dass ich jetzt sage, ich habe hier zu viel gelötet und jetzt habe ich hier einen Kurzschluss drin, dann ist die Gold wert, weil dann fahre ich einfach mit dem Lötkolben drauf, schmelze das auf, fahre mit der Lötpistole in die Nähe und schon habe ich hier
den Kurzschluss entfernt. Sieht jetzt nicht schön aus, aber wurde entfernt. Hier kann man es erkennen. Die nächste Methode ist die berühmte Entlötlitze. Da macht man relativ gerne einen Fehler, und zwar, dass man diese Entlötlitze direkt so verwendet. Einfach so, wie sie da ist, drauf und entlötet. Das kann schon mal funktionieren, aber ihr müsst mal überlegen, wenn ihr das so entlötet, muss natürlich der Lötkolben diese ganze Entlötlitze hier, und Kupfer ist ja ein unglaublich guter Wärmeleiter, der Lötkolben muss diese ganze Entlötlitze warm machen. Idealerweise schneidet ihr euch also einfach so 1 cm Stücke runter von der Entlötlitze, nehmt die mit der Pinzette zum Beispiel und entlötet dann mit diesen 1 cm Stücken, dann braucht der Lötkolben nicht so viel aufheizen, und wie man sieht, das funktioniert ziemlich gut. Am besten einfach mit der Pinzette schön zusammenhalten, dann klappt es einwandfrei. Die Entlötlitze ist natürlich auch ein Tool, das ich sage, total praktisch, wenn wir jetzt irgendwo einen Kurzschluss drin haben. Wir löten uns hier nochmal einen Kurzschluss rein und wir wollen diesen Kurzschluss rauskriegen. Nehmen wir einfach ein Zentimeter Stück Entlötlitze, halten sie hier drauf. Und schon ist dieser Kurzschluss entfernt. Gerade bei SMD-Bauteilen auch ganz, ganz praktisch. Bei der Entlötlitze, da es relativ viel Kupfer ist, nicht mit der Temperatur sparen. Also ich habe jetzt meinen Lötkolben zum Beispiel auf 450 Grad eingestellt. Da heißt es einfach, viel hilft viel. Das war jetzt die Thematik mit einseitigen Platinen. In der normalen Industrie wird heutzutage eher alles doppelseitig gefertigt. Ich habe jetzt hier einfach mal einen Gescheidhühner aus meinem Gesperrtlager, warum auch immer, was ich da dran kaputt gemacht habe, er war im Gesperrtlager drin. Dieser Gescheidhühner hat, wie man hier zum Beispiel erkennen kann, Leiterpannen oben und er hat natürlich auch Leiterpannen unten. Er hat überall Kontakte und diese Kontakte, speziell die Lötpads, sind oben und unten mit einem Kupfer versehen und auch im Loch drin befindet sich entsprechend Kupfer. Wir betrachten jetzt mal den Schiebeschalter, weil bei dem sieht man das am besten. Ich habe den Schiebeschalter auf der Unterseite verlötet und wenn man auf der Unterseite verlötet und man hält den Lötkolben richtig gut drauf, dass das Pad warm wird, das Beinchen warm wird, diese sogenannte Durchkontaktierung, also dieses Kupfer in der Bohrung drin warm wird und idealerweise auch das Pad auf der anderen Seite warm wird, dann sieht das Ganze so aus, wie man hier erkennen kann. Ich löte nur auf der Unterseite und die Oberseite hat ebenfalls Lötzinn drauf. So, jetzt kriegen wir natürlich ein relativ großes Problem, weil A, haben wir relativ viel Lötzinn jetzt auf diesem Kontakt drauf und B, müssen wir jetzt mit zum Beispiel einer Entlötlitze erstmal dafür sorgen, dass das Lötzinn motiviert ist, gegen die Schwerkraft von unten nach oben durch dieses kleine Loch durch. Ich meine, rein geht leicht, ne? Rein hilft die Kapillarwirkung, dann macht es flupp und das Lötzinn zieht es rein. Mit der Entlötlitze wird es ein bisschen schwieriger. Wenn wir jetzt also hier mit einem Stück Entlötlitze draufhalten, kriegen wir in der Regel zwar das Lötzinn da oben weg, das hängt jetzt hier dran, aber wenn man jetzt ganz genau hinsieht, kann man erkennen, dass in der Durchkontaktierung immer noch Lötzinn ist und auf der Unterseite das Lötzinn ist völlig unbeeindruckt von dem, was ich da oben gerade gemacht habe. Also gerade bei einer doppelseitigen Platine kann man Entlötlitze eigentlich komplett vergessen. Da ist sie praktisch, wenn man jetzt bei irgendeinem SMD-Bauteil einen Kurzschluss drin hat, da könnte man mal versuchen, mit der Entlötlitze was rauszukriegen. Ansonsten für doppelseitige Platinen meiner Meinung nach absolut unbrauchbar. Wir müssen also zu unserer Waffe Entlötpistole greifen und müssen versuchen, dass wir das Lötzinn mit der Entlötpistole durch das Pad durchgezogen kriegen. Das machen wir jetzt mal gleich mit dem mittleren Kontakt, dann wissen wir, welchen wir verwendet haben. Und bei der Entlötpistole haben wir jetzt wieder das Problem, sie muss sehr, sehr dicht abschließen. Wenn ich die nur so hinhalte und ziehe, dann passiert da gar nichts bei dem Lötkolben. Ich muss also richtig schön hin, dicht abschließen und dann das Lötzinn durch das Loch durchsaugen versuchen. Man kann aber allerdings erkennen, da ging nichts weg. Auf der Rückseite kann man sehen, da wurde es ein wenig weniger, also er hat etwas durch das Loch durchsaugen können, aber noch viel zu wenig. Wir müssen also mindestens 2-3 Mal hier mit dem Entlötwerkzeug drauf, damit das dann auch entsprechend wirklich
vernünftig entlötet ist. Nun sind wir soweit, dass das Beinchen eigentlich so gut wie frei ist. Und was wir jetzt an dieser Stelle sehr gut erkennen können, ist, das Beinchen ist zwar frei, aber wir haben hier die Leiterband beschädigt. Und was sehr gerne passiert bei durchkontaktierten Bohrungen und Kontakten, dass man die Durchkontaktierung dann durch diese lange große Hitzeeinwirkung einfach kaputt macht. Jetzt habe ich euch gesagt, ich erzähle euch mal, wie ich das als Jugendlicher gemacht habe. Ich habe früher, wo Elektronik noch einigermaßen Geld gekostet hat, habe ich wirklich viele Bauteile entlötet, weil einfach Widerstände und so weiter, die waren nicht so unglaublich günstig wie heutzutage und deswegen habe ich sehr viel entlötet. Meine Methode, zum, wie ich damals entlötet habe, eine Entlötspritze, so wie die hier, die saugt ja das Lötzinn ein, also sie erzeugt einen Unterdruck und wie man gesehen hat, das geht bei doppelseitigen Platinen und so echt nicht so gut, wie man es erwarten würde und ich habe das Ganze einfach umgedreht. Ich habe gesagt, ich mache nicht einen Unterdruck, sondern ich mache einen Überdruck. Also habe ich entsprechend einfach eine Druckluftpistole verwendet und habe dann einfach mit dem Druck von der Druckluftpistole das Lötzinn aus dem Loch rausgepustet. Geht natürlich nicht für alle Bauteile, aber ich zeige euch jetzt mal, worauf ihr achten müsst und wie das bei der doppelseitigen Platine funktioniert. Für diese Arbeit auf jeden Fall eine Schutzbrille aufsetzen. Ohne Schutzbrille wäre das viel zu gefährlich. Und ihr braucht auch eine Unterlage, die einigermaßen hitzebeständig ist, denn das heiße Lötzinn wird jetzt hier direkt nach unten weggespritzt. Wir machen es also wie vorhin. Wir heizen das Pad wieder auf und anstatt jetzt mit der Entlötspritze nach oben das Lötzinn wegzuziehen, pusten wir das einfach nach unten raus. Mit Hilfe des hohen Druckes kriegen wir das dann auch hin, dass das wirklich einigermaßen einwandfrei rausgepustet wird. Und mit etwas Wackeln kann man hier erkennen, der Schiebeschalter ging problemlos raus. Man hat dann jetzt allerdings auf der Oberseite noch Lötreste. Das muss man dann natürlich wegputzen. Wenn man das Bauteil nochmal verwenden möchte, muss man sich das natürlich hier nochmal etwas säubern. Und schon hat man quasi ein nagelneues Bauteil, das sich bei mir wieder ins Lager werfen und verkaufen kann. Quasi. Auf der Platine selber hat man natürlich sehr viele Reste. Da spritzelt es relativ gut rum, also die Platine selber ist in der Regel dann nicht mehr großartig brauchbar. Wie man da jetzt unschwer erkennen kann, ist das schon eine sehr brachiale Methode, aber sie funktioniert relativ gut. Wenn ihr also irgendwas entlöten wollt, wo die Platine und das Bauteil relativ unkritisch sind, dann kann man das definitiv so machen. Jetzt habe ich euch versprochen, wir schauen uns jetzt mal an, wie das richtig gemacht wird. Es gibt ein Gerät, das nennt man Entlötpistole und die Firma Hakko hat mir jetzt praktischerweise kostenlos zum Testen eine so eine Entlötpistole zugeschickt, denn ich habe ja auch Hakko Lötkolben, den FX888 im Shop und die haben gesagt, ich soll es mal testen, vielleicht will ich die auch in meinem Shop aufnehmen. Wer also Interesse daran hat, einfach mal anschreiben, dann kann ich die auch gerne ins Sortiment aufnehmen. Die Hakko Entlötpistole kostet irgendwie um die 300-400 Euro, sie ist nicht preiswert, aber sie kommt in einem Koffer. Das sieht man nirgends. Sie kommt in einem wirklich wunderschönen Koffer. Und in diesem Koffer sind drin eine Entlötpistole. Sehr groß, sehr massiv, sehr wertig gebaut. Ein Tool, um die Lötspitzen vorne zu tauschen. Ein Ablageständer, damit man das heiße Lötdings-Entlötteil vorne irgendwo hinstellen kann, ohne wie ich hier, ohne den Koffer zu verschmelzen. Entschuldigung, Hakko. Ersatzfilter, Ersatzwanne, das schauen wir uns nachher an, wie die funktioniert. Einen langen Schraubendreher und auch nochmal eine lange Nadel mit einer Feder hinten dran. Auch, dass man vorne, falls irgendwas verstopfen sollte, vorne einfach hinein kann und diese Verstopfung dann lösen kann. Was ist jetzt so eine Entlötpistole? Was macht die? Wie funktioniert die? Wir haben jetzt hier vorhin unsere Entlötpipette gehabt, Entlötspritze, wie immer man das Ding nennt. Das Ding erzeugt ein Vakuum. Und wir haben unser Lötkolben gehabt. Das Ding macht das Lötzinn heiß. Wir haben jetzt hier drin einfach beides kombiniert. Wir haben hier vorne einen Lötkolben, ein Heizelement. Das Teil kann man richtig, richtig krass erhitzen. Wir haben hier von Einstellung 1, hier unten haben wir ein Drehrädchen, Einstellung 1, 350 Grad bis Einstellung 4, 500 Grad. Also da ist schon Power dahinter. Kann man bis 500 Grad aufheizen.
und wir haben eine Vakuumpumpe drin. Bedeutet, wir haben das kombiniert, unsere Entlötsaugpumpe, Lötkolben, alles hier mit drin. Das Lötzinn muss natürlich irgendwo hin, bei der Entlötsaugpumpe wandert es da in diesen Behälter rein. Hier kann man es ja schon wunderbar erkennen, wandert es in diesen Behälter rein. Dann kann man hier öffnen und dann geht der Behälter einfach raus. Und dann kann man sich das hier wunderschön auseinanderbauen. Hier hinten ist dieser feine Filter, den ich euch vorher gezeigt habe, den man quasi tauschen muss ab und zu. Hier haben wir diese Wanne drin, die zeige ich euch jetzt mal. In diese Wanne wird quasi das ganze Lötzinn, das man erstmal einsaugt, hineingeschleudert. Und das bisschen Lötzinn, das nebendran vorbeikommt, wird dann von diesem Feinfilter nochmal aufgehoben. Erinnert mich gerade so ein bisschen an Resident Evil. Und dann wird das Ganze gehalten und schon ist das Ganze einsatzbereit. Wir haben hier eine Taste. Wenn man die Taste drückt, wird das Vakuum erzeugt. Hier hinten kann man es noch aufschrauben. Da kriegt man nochmal einen kurzen Einblick in die Vakuumpumpe. So sieht die aus. Einmal umgelenkt, damit das Lötzinn definitiv nicht in die Vakuumpumpe gelangen kann. Einstecken allein reicht natürlich nicht. Sie hat hier hinten nochmal wundervoll versteckt einen Ausschalter und zeigt dann auch hier mit dieser roten Lampe an, dass sie aufheizt. Sie benötigt ungefähr eine halbe Minute. Ich habe jetzt hier zwischen 2 und 3, also zwischen 400 und 450 Grad eingestellt. Sie benötigt dafür ungefähr eine halbe Minute, bis sie fertig aufgeheizt ist. So, was haben wir jetzt bei diesem Teil für einen großen Vorteil? Wir können jetzt das Lötzinn mit unserem Lötkolben hier vorne aufschmelzen und gleichzeitig total flächig unsere Pumpe hier auf das Pad halten. Bedeutet, wir können hier total flächig aufsetzen, drücken den Knopf und somit wird das Lötzinn richtig gut durch diese Bohrung hindurch rausgezogen. Das hat man vorher bei unserer Entlötsaugpumpe nicht, weil da war immer der Lötkolben im Weg. Wir konnten das nicht so gut abschließen, wie wir gerne gehabt hätten. Den Vorteil haben wir jetzt hier. Wir können das wirklich, wie gesagt, schön abschließen. Saugen uns das Lötzinn hier raus. Er hängt schon schief drin und schon geht dieser Schiebeschalter problemlos raus. Wir schauen uns das Ganze jetzt mal in der Nahaufnahme an, wie die funktioniert, wie die absaugt und machen uns dann auch ein Bild davon. Funktioniert wirklich gut. Ich finde die Nahaufnahmen und vor allem diese Zeitlupenaufnahmen, ich mag einfach diese Sony-Kamera, die ich habe. Also was immer auch so ein Problem war für mich früher, waren so Buchsenleisten, Stiftleisten. Ich habe ja die zweipolige entlötet, das klappt echt gut. Ich entlöte jetzt mal nebenbei, wenn ich so ein bisschen rede. Ich hoffe, es ist nicht zu laut. Ich hoffe, man kann mich trotzdem noch verstehen. Einfach mal eine Buchsenleiste zum Schauen, wie das funktioniert. Ich hoffe, ihr findet die Pistole einigermaßen cool. Ich finde sie nämlich definitiv cool, denn die tut, was sie soll. Sie entlötet und das Ganze auch nur einigermaßen vernünftig. Und zwar, wenn man jetzt so eine Buchsenleiste anschaut, ich habe die jetzt hier live entlötet, ein bisschen hin und her wackeln, wie immer, und schon kriegt man die einwandfrei raus. Also das funktioniert wirklich gut. Man kann jetzt auch hier relativ gut erkennen, das Lötzinn ging durch die Löcher durch, war auf der Rückseite auch vorhanden. Also wer wirklich viel zu entlöten hat, dem kann ich definitiv so eine Entlötpistole ans Herz legen. Wer nicht viel zu entlöten hat und bei dem es relativ egal ist, wie es danach ausschaut, dem lege ich eine Druckluftpistole und eine Schutzbrille ans Herz. Ja, dann vergesst bitte kein Abo reinzuhauen. YouTube will momentan Abos sehen. Früher waren es mal Daumen nach oben. Mittlerweile sind es Abos, die YouTube gerne sehen möchte. Also würde mich freuen, wenn ihr das Video mit dem Abo mir bedankt. Wenn ihr nicht eh schon abonniert habt, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Entlöten und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Ciao!